Ganz genau, und weiter geht's mit Mario Kart. Und natürlich wieder die 100er-Klasse. Mit einem anderen Charakter. Wen wollen wir denn nehmen? Komm, hin. Na, wir hatten eben gerade ein Mädel gehabt. Nehmen wir hier mal wieder ein Mannequin. Was passt zu dem? Das sieht eigentlich schon mal ganz schick aus. Ja, komm, so einen kleinen Flitzer. Aber irgendwie so breite Reifen mag ich einfach lieber. Die hier, die passen doch. Und das passt auch. Ja, die obere Reihe haben wir ja schon durch. Wobei hier auch noch zwei Felder sind. Und was bedeuten die Felder? Das bedeutet einfach, dass mein Kumpel Firehawk hier schon ein Download-Content runtergeladen oder gekauft hat, den er demnächst dann eben auch runterladen kann, sobald er veröffentlicht wird. Dementsprechend gehen wir jetzt hier unten weiter, machen mit dem Panzercup weiter. Vier Rennen, die wir jetzt starten. Was mir immer wieder auffällt jetzt beim Spielen von Mario Kart 8, ich habe hier die Wii U direkt bei mir auf dem Tisch stehen und immer wenn der Ladebildschirm vor meinem Auge flimmert, höre ich die Wii U doch sehr deutlich. Besser gesagt den Lüfter von der Wii U, also die Konsole ist nicht gerade leise. Vielleicht fällt einem sowas aber auch nicht besonders auf, wenn die Konsole auch da steht, wo sie stehen soll. Im Wohnzimmer, irgendwo beim Fernseher versteckt. Das hat so einen irischen Touch, die Musik. Gefällt mir ganz gut. Sich vor den Maulwürfen. Ja, so eine schöne Farmlandschaft. Eines der Level, die mir ziemlich gut gefällt. Vorsicht vor wandernden Kühen. Schade, bin ich extra oben entlang. Hat nicht hingehauen. Nein, nein. Ah, Glück gehabt. Bin gerade verwirrt, hab irgendwie das Gefühl, ich würde die 50er-Klasse fahren. Ist mir ja doch ein bisschen zu einfach. Boah. Zumindest ein paar Bananen darf ich ausweichen. Und kühlen. Tja, so schnell wendet sich das Blatt. Nur noch Dritter. Hätte ich vielleicht nicht so große Töne spucken sollen. Kurz vorm Ziel, passiert noch was? Alles gut. Kleine Pilz kann sich freuen. Ja, ich freue mich auch. 15 Punkte eingefahren. Hält die Erfolgsserie an und können wir wieder 60 Punkte am Ende einfahren. Es bleibt spannend. Jetzt haben wir wieder Marios Pisse, diesmal vom Game Boy Advance. Wir hatten ja schon mal in einer der Folgen Marios Piste. Da, wo das Schloss in der Mitte stand.
Okay. Sprungeinlage. Also da ist schon wieder was im Hintergrund. Aber kommt wohl nicht näher. Hier natürlich auch nicht in die Ölpfützen reinfahren. Boxenstopp könnte man machen, da ist ein Item. Können wir ja mal in der nächsten Runde schauen. Ah, wieder das Turbo-Pad verpasst. Aber im Moment sieht es noch ganz gut für mich aus. Das ist das Einzige, was... Ah, schade, verpasst. Naja. Das ist das Einzige, was schade ist, wenn man Erster ist, dass man nicht so die tollen Items abbekommt. Allerdings ist das auch nicht unbedingt ein Garant, wenn man die hinteren Plätze einnimmt, dass dann wirklich tolle Items kommen. Da habe ich dann auch schon des Öfteren Pech gehabt. Weg mit dem Item, das war jetzt natürlich wieder sinnlos, hätte ich nach hinten schmeißen können. Oh. Und nochmal. Und dann natürlich eine Münze, mit der ich mich verteidigen kann. Jetzt fahre ich nicht mehr durch den Boxenstopp. Geradeaus ins Ziel rein. Und der erste Platz ist mir. Da hat er ja eine kleine Turbine unterm Arsch. Das sieht gut aus. 30 Punkte. Also wenn ihr Mario Kart jetzt noch nicht so oft gespielt habt, und jetzt auch gerade diesen Teil, wenn ihr irgendein Item auf der Strecke platziert, sei es eine Banane oder ihr schmeißt einen Panzer und der erwischt einen Gegner, dann freut sich euer Charakter. Also er springt da mal kurz in die Luft, hebt da ein Ärmchen hoch und daran erkennt ihr, dass euer Item das Ziel getroffen hat. Ja, die Figuren am Rand, die sind aus Super Mario Sunshine. Spiel, was ich auch noch nicht wirklich durchgespielt habe. Es ist schon sehr anspruchsvoll. Wobei jetzt einige sagen könnten, naja, hey, Mario 64 ist auch anspruchsvoll mit den Sprungpassagen, aber das habe ich besser hinbekommen. Kommt wieder was? Ja, hin und wieder braucht man bei dem Spiel auch ein ganz gutes Reaktionsvermögen. Was aber nicht bedeutet, dass es nur junge Menschen spielen können. So, sieht gut aus bisher, auch wenn ich meinen Fahrstil durchaus noch ein bisschen optimieren könnte. Also hier die Sprungpassagen, die dürften eigentlich nicht viel bringen, da ist kein Turbo-Pad, springt da einfach nur.
Da ich den Vorgänger nicht gespielt habe oder wie gesagt nur kurz angespielt habe, kann ich nicht sagen, ob es dieses Item schon vorher gab oder in einem anderen Mario Kart Teil. Für mich ist das jedenfalls neu. Und wenn ich Mario Kart bisher gespielt habe, dann auch nur auf stationären Konsolen, also mit Handhelds bisher noch nicht. Oh, fiese Sache. Wieder mal kurz vorm Ziel. Also am besten in der dritten Runde ein gutes Item aufheben und warten, ob man das vielleicht vor dem Ziel nochmal verwenden kann. Ja, Link direkt noch hinter uns. Aber selbst wenn ich sie jetzt komplett vermasseln sollte, denke ich, ist ein Treppchenplatz auf jeden Fall sicher. Toads Autobahn N64, ja. Da gibt es auch ein, zwei fiese Stellen. Zumindest auf dem N64. Mal schauen, was sie hier draus gemacht haben. Zumindest im Kartendesign haben sie die Nummer 8 für Mario Kart 8 wieder sinnbildlich drin, wenn ihr da rechts mal schaut. Ich denke, den Anfang haben wir schon ganz gut genutzt. Oh, da gibt es ein Auto mit Sprungbrett. Da kommt wieder was, ja, ich hab's doch gehört. Und noch was. Ganz schön aktiv hinter mir. Da wieder nach links hoch. Können wir diese blauen Abschnitte abpassen, wo ihr dann hochfahren könnt. Weil ansonsten fahrt ihr einfach gegen eine Mauer. Ja, hier ein Turbopad. Ah, jetzt nehme ich jetzt nicht. Ich fahre jetzt hier wieder rein. Ansonsten wäre ich mal den LKW hochgefahren. Aber wenn ich die Minimap da rechts vorhin schon erwähnt habe, dann schaut doch nochmal hin. Und zwar seht ihr meinen Charakter Tod auf Platz 1. Und er hat so ein kleines Krönchen auf. Das signalisiert sehr wahrscheinlich, dass ich auf Platz 1 bin. Oder was auch noch sein kann, das weiß ich jetzt nicht 100%, ob ich einfach die Gesamtführung übernommen habe. In der Tabelle. Oh, hier wird es jetzt eng. Schaffe ich das? Ja. Keine Banane. Die war vorhin auch wieder von mir. Also, wenn, dann fahre ich meistens in meine eigenen Bananen rein, weil ich fahre ja dann auch fast immer die gleiche Strecke, so wie ich es gewöhnt bin. Oh, knappe Sache. Ja, Link wieder direkt hinter mir. Der Fiesling. Gucken, ob ich ihn erwische. Ja, auch hier wieder die Minimap beobachten. Ich habe ihn erwischt und dann hat sich sein Kopf gedreht auf der Karte. Ein Zeichen, dass er sich gedreht hat. Platz 1. Mensch, da kriege ich ja einen ganz roten Kopf. Oder besser gesagt tot. Nicht, dass er sich hier noch tot freut. Na gut. Flache Witze beiseite. 60 Punkte. Bin echt überrascht, dass das hier so gut läuft. Hätte ich nicht mitgerechnet. Schauen wir uns direkt die Zusammenfassung an. Also was witzig ist, ich habe das bestimmt jetzt schon in zwei, drei Folgen erwähnt. Hey, die Farben sind nicht so poppig, nicht so knallig. Aber in der Zusammenfassung, da haben sie nochmal alles rausgeholt und richtig intensiv leuchtende Farben gezeigt. So hätte eigentlich das ganze Spiel aussehen können, finde ich.
unser Pokal. 60 Punkte, 3 Sterne und Münzen gesammelt. Wir haben wieder ein neues Fahrzeugteil. Und so einen komischen Stempel, der mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Keine Ahnung, was haltet ihr davon? Sagt's mir einfach. Am besten dann in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut!